Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Commander Keen Episode 1. Ja, ich habe beim letzten Mal vergessen abzuspeichern, nachdem ich dieses Level hier noch gemacht habe. Deswegen muss ich das jetzt gerade ganz schnell nochmal machen. Eigentlich muss ich nicht, da es keine Punkte gegeben hat. Aber jetzt habe ich schon damit angefangen. Der Roboter hat diesmal wieder genau dasselbe gesagt. So, Level geschafft. Also, gehen wir doch mal hier unten ins Level. Denn ich glaube, hier gibt es einen weiteren Teil meines Raumschiffs. Und außerdem ganz viele Punkte. In Form von Lutschern. Oje. Das ist nicht gut. Ich habe keine Schuss. Keine Munition. So. Die gelbe Schlüsselkarte brauche ich. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die hier irgendwo ganz rechts. Genau. Ups. Und damit kann ich jetzt weiter. Oh je. Ich glaube, den Sprung schaffe ich nicht. Ja, das, was Billy Blaze da oder Commander Keen da auf seinem Kopf hat, das ist, glaube ich, ein Baseball-Schutzhelm. Habe ich doch glatt vergessen, den Pogo-Stick zu aktivieren. Und da haben wir wieder 5 Schuss. Aber die sparen wir lieber. Was gibt's da oben? Ah, die rote Schlüsselkarte. Die brauchen wir natürlich. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Episoden ich brauche, um Teil 1 hier durchzuspielen. Und da ist schon wieder so ein böser Vortikon-Gegner. Wenn ich mich richtig erinnere, brauche ich 4 Schuss, um den zu erschießen. Zu betäuben natürlich. Ja, ich glaube, da haben die ersten nicht getroffen. Und ich riskiere es nicht, sondern gehe hier ins Exit. Ja, da haben wir auch den Joystick für unser Raumschiff. Und auf zum nächsten Level. Das Kaktus-Level. Und wenn wir hier am Anfang nach links springen, sehen wir diese 2 Buchstaben. Stehen, soweit ich mich erinnere, im galaktischen Alphabet für I und D. Denn dieses Spiel wurde entwickelt von id Software. Oder ID Software, wie es manche aussprechen. Und von denen kennt man vielleicht so Spiele wie Doom oder was wurde von denen noch entwickelt? Duke Nukem? Könnte sein, da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Doom ist aber auf jeden Fall auch von id Software entwickelt worden. Und was auch ganz interessant ist, in Commander Keen 4 gibt es einen Gegner, der in jedem Spiel von id Software, was danach entwickelt wurde, auftaucht. Als kleines Easter Egg. So, jetzt muss ich gestehen, weiß ich hier nicht wirklich, wo es weitergeht. Ups, da oben gibt es noch Punkte. Hier steht irgendeine Botschaft, die ich nicht lesen kann. Und ich hole mir den Teddybär. Wahrscheinlich stand da, dass ich runter muss. Jetzt weiß ich aber nicht, ob da unten vielleicht noch irgendwas Gefährliches auf mich wartet. Nein. Tut es nicht. Glück gehabt. Ah, hier unten. Stacheln.
Grüne Stacheln. Ja, diese Roboter, die bringen einen, glaube ich, nicht um, wenn man sie berührt. Allerdings erschießen sie einen. Und hier unten... Nein, keine Schlüsselkarte. Ich habe sie auch nicht schon eingesammelt. Stehe ich jetzt tatsächlich so ein bisschen auf dem Schlauch. Schauen wir doch mal links, was es da noch gibt. Ich konnte nie wirklich identifizieren, was diese lila Dinger für Gegner sind. Ob das irgendwelche Muscheln sein sollen. Oder Shampoo-Dosen, ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal, was es hier unten gibt. Oh, hier komme ich, glaube ich, einfach nur wieder. Na, ein weiterer Roboter, der einen nur hin und her schiebt. Hier gibt es nur Cola. Hier war ich, glaube ich, schon oben. Dann gucke ich mal, was es hier ganz rechts gibt. Erstmal gibt es hier Gegner. Wie man sieht, stürmen diese Marsianer auf einen zu. Aber wenn ich mich geschickt anstelle... Schaffe ich es, ohne sie zu erschießen? Gerade so. Rechts gibt es einen Teddybär. Den erschieße ich mal lieber. Und hier ist das Exit. Ah! Ich brauche gar keine Schlüsselkarte. Deswegen habe ich keine Schlüsselkarte gefunden. Das klingt natürlich alles plausibel. So, und dann gehen wir hier durch den Teleporter. Und grasen erstmal hier die kleinen Levels ab. Hier auf diesem Eis, wenn ich da drauf springe oder drauf laufe, dann schiebt es mich die ganze Zeit immer in die Richtung, in die ich mich am Anfang bewegt habe. Soll heißen, es ist rutschig. Das war knapp. Im Schnee ist es auch etwas rutschig. Da habe ich ein Leben von Punkten gekriegt. Allerdings nicht so rutschig wie auf Eis. Das heißt, wenn ich hochspringe, dann bleibe ich wieder stehen. Das geht bei Eis nicht. So, und da habe ich die Schlüsselkarte. Und ich glaube, ich gehe lieber mal hier oben wieder zurück. Nein! Fuck! Verdammt! Da bin ich nicht mehr am Roboter vorbeigekommen. Also das Ganze nochmal. Ein kleiner Trick hier auf dem Eis. Mit dem Pogo-Stick ist das Eis natürlich nicht rutschig. Ich würde es euch aber trotzdem nicht empfehlen, das selber auszuprobieren, mit dem Pogo-Stick auf Eis zu springen. Tja, da habe ich mein Leben verloren, was ich hier oben gerade gekriegt hatte. Ein kleiner Trick, der mir gerade wieder einfällt, ist, man kann diese... Projektile, diese Strahlen, die Roboter auf einen schießen, kann man, glaube ich, neutralisieren, indem man selber einen Schuss aus seiner Strahlenkanone abgibt. So, die Tür mit der Schlüsselkarte geöffnet. Als Belohnung gibt es ein Buch. 5000 Punkte waren der Teddybär. Das Buch waren, glaube ich, 2000 Punkte. So, wo kommt das Licht her? Ein zweites Buch. Und ein Marsianer, der uns sagt, du wirst am Ende eine Strahlenkanone benötigen, aber nicht um den Vortikon zu erschießen. Tja, was das wohl bedeuten mag, das finden wir dann im letzten Level raus. Also merken wir uns, wir brauchen am Ende des Spiels auf jeden Fall eine Strahlenkanone, müssen aber nicht auf den Vortikon schießen.
So. Commander Keen 1 bis 1 und 2 und 4 und 5 sind, wenn ich mich richtig erinnere, kostenlos erhältlich. Kann man irgendwo im Internet finden und sich da ganz legal ohne Entgelt runterladen. Also wenn das jemand von euch auch mal spielen möchte, einfach nach Commander Keen suchen. So, sind drei Bücher ein Schuss wert? Ich würde behaupten, ja. Und dieser Masianer sagt mit einer summenden Stimme in meinen Gedanken: Es gibt eine versteckte Stadt. Suche in im dunklen Gebiet der Stadt im Süden danach. Okay, also irgendwo im dunklen Gebiet im Süden gibt es einen Weg zu einer versteckten Stadt. Das war knapp. Aber auch hier will ich keinen Schuss verschwenden. Sondern nur, wenn es wirklich nötig ist. Oder wenn ich mir zu unsicher bin. Ein Teddybär! So, jetzt hoffen wir, dass wir den Sprung gleich auf Anhieb schaffen. Wunderbar. So, und wenn man genau hinguckt, hier hätte ich auch noch eins kürzer springen können. Da ist nämlich ein schwarzer Block. Ein anderer Masianer. Und der sagt zu mir: Garr! Sehr schön. Die wichtigste Information hier im ganzen Spiel. Oh ja, eine meiner Lieblingsstellen hier. Hoch ist wunderschön. Aber runter. Oh, runter geht's auch ganz schnell, wie ich gerade feststelle. Denn diese rosa Steine mit den leicht gelblich-grünen Schatten, da kann man durchlaufen. In so ziemlich jedem Commander Keen-Teil gibt es Geheimgänge und Secrets, versteckte Dinge. Also muss man immer die Augen aufhalten nach solchen Sachen und wird dafür meistens auch gut belohnt. So, aber die Cola, die schenken wir uns. So, hier versuchen wir das Ganze... Ach, verdammt. Ich wollte gerade sagen, das Ganze wieder sparen wir ein bisschen Munition. Aber vielleicht doch besser nicht. So viele Leben habe ich nämlich gar nicht mehr. Das sind nur noch 4. Aber wir haben auch nur 6 Schuss in unserer Strahlenkanone. So viel ist das also auch nicht. Na, hör auf! Dankeschön. So. Gehen wir hier hoch. Und was finden wir hier? Einen weiteren Masianer, der uns sagt, der flüstert. Ein Jorpisch heißen die. Aha, ein Jorpisch flüstert. Ein Jorpisch-Flüsterer. So, jetzt habe ich es. Und dieser Jorpisch-Flüsterer sagt, halte Ausschau nach dunklen, versteckten Blöcken. Du kannst nichts von ihnen sehen, außer die obere linke Ecke. Das hatte ich euch ja schon verraten. Dass es diese Geheimblöcke gibt. So, und mit diesem Level würde ich sagen, haben wir genug Level hier gemacht in dieser Episode. Damit würde ich die Episode dann hier auch beenden. Das nächste Mal machen wir mit diesem großen Level hier wieder weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.